Ja. Trotz Pandemie, gell? Horig, horig ist das all. Ich bin heute Manuel Holger von Rillesingen, Zunftmeister vom Narverein Burg Roseneck. Ich mach Fasnet wirklich gern, obwohl jetzt natürlich diese Umstände uns eine ganz andere Fasnet bringen. Aber ich lebe halt gern das Brauchtum, unsere Tradition. Ich schwätze gern Dialekt. Dialekt gehört auch unweigerlich zu unserer Tradition und zu unserem Brauchtum dazu. Die Fasnet macht uns so richtig glücklich, wenn man auch mal den Schulters und den Gemeinderat durch den Kapo ziehen kann. Wir gehen da gerne mal auf die Straße. Leider können wir dieses Jahr mal ein schönes Mädchen in den Arm nehmen und drucken. Aber wir hoffen auf die Fasnet 2022 und da holen wir alles doppelt nach. Dieses Jahr werden wir ein paar Ideen verwirklichen. Lasst euch überraschen. Ihr könnt es im Wochenblatt und in unserem Blättle und sonstige Medien lesen. Horig ist das all. Horig, liebe Narrenleute. Ich bin der Thomas Bertsche, der Zunftmeister von der Schaflinger von der Wobelinger. Ich bin also quasi der Oberschafsäckel von all denen. Ja, und was bedeutet für mich Fasnet? Fasnet ist für mich das richtige Leben. Weil nämlich an der Fasnet, da bringt man das ganze Jahr auf den Punkt und bringt die Leute dran, wo etwas angestellt haben oder wo man nicht, sie denn sich korrekt verhalten und in Wirklichkeit aber doch falsch sind. Fasnet ist für mich aber auch auf die Straße gehen und Leute grüßen mit einem herzlichen Horig ist das selb und auch mal ins Gesicht lachen und schauen, wie sie zurücklachen, wie sie am Straßenrand stand und sich freuen, wenn man einen Mucke gibt. Und das bleibt dieses Jahr leider auf der Strecke. Aber ich kann euch sagen, mit Herzen bin ich bei euch am Straßenrand und rufe euch jetzt schon zu. Horig, horig, horig ist der Sell. Horig, horig ist der Sell. Horig ist die Katz. Und ich bin der Zunftmeister Harald Linner vom Narrenverein Katzdorf Arlen. Die Fasnacht 2021, ihr wisst es selber, kann aus gegebenen Gründen nicht stattfinden. Aber wir sind mit dem Herzen und vor allen Dingen auch mit dem Gedanken bei euch, weil wir die Fasnet an sich in uns leben und für euch leben. Wir würden so gern einen Narrenbaum stellen, wir würden so gern Kindergärten und Schule schließen. Aber ihr wisst es selber, aus gegebenen Anlass müssen wir leider darauf verzichten. Wir wünschen alle, dass sie vor allen Dingen gesund bleiben, dass sie bei den Gedanken mit uns bei den Narren sind und dass wir uns im Jahr 2022, wir hoffen, gesund wieder treffen können und vor allen Dingen dennoch auch miteinander Fasnet feiern können. Horig, horig ist die Katz.